Nur halt ist doof, dass wenn der Typ jetzt wieder die ganze Zeit drauf ist, wer ist denn das Guck ich davon? mal, Jimmy, jetzt bin ich umgefallen, bitte. Ich mach mal wiederholen. Lieber rausgehen, wenn der nur 7 Fox ist, der Typ mit Gold-Mode und Geldhacken. Ja, der hat doch gerade eine andere Farbe, ne? 07 Fox, der ist gefährlich. Man schaut sein Level an, 994. Den kannst du ja gleich rauswerfen, oder? Ich glaube, wenn wir Genau, gleich in der ja. Lobby sind, dann kannst du den rauswerfen. Pandora, der stellt die Lobby auf geschlossen und dann schmeißt nur 07 Fox raus am besten. Ja. Okay. Macht ihr alle auf Wiederholung gerne? Ich bin auf Wiederholung Also gegangen. wenn, wenn Ja. die jetzt irgendwas, wenn die jetzt irgendwas machen, dann haben wir es ja sogar aufgenommen, dann schicke ich das einfach voll dreist an Rockstar und sag Ja, dann stimmt, wir haben es hier, ja aufgenommen als dann. Dankeschön möchte ich bitte 1 Milliarde haben. Ich habe hier einen verpfiffen, das ist die Quelle. Das ist die Quelle, daher kommt das. Das ist fair. Strike ihn Nein. weg. Alle wegbannen. Das ist wirklich unfair mit dem Cheaten. Das ist so unfair. Vor allem, ich habe das tatsächlich jetzt immer öfter. Was Von ist denn Leuten, das? huch, die das Geld kriegen. Ja, vor allen Dingen der Neben Tobi dem gestern, das hättest du Bus. mal erleben müssen. Der war nicht mal 2 Minuten in der offenen Lobby, schon hatte der irgendwie Geldgeschenke gekriegt. Krass. Ich Das habe war auch so gehört, krass, dass es ey. bei der PlayStation 3 angeblich nicht so sein soll. Okay. Bei den PlayStation 3 Spielern. Will gar nicht wissen, wie es dann erstmal ist, wenn die das dann für PC rausbringen. Da siehst du wahrscheinlich einen fliegenden Weihnachtsmann oder einen Schlitten, der fliegt. So, also noch einmal Wollte gerade sagen, ey. Missionchen. Wie kann man denn jemanden einladen? Du So, kannst warte ja mal, erstmal den wo, Typen. was ist hier mit der geschlossenen? Wo mache ich das? Da steht irgendwie Sitzung geschlossen. Du musst, glaube ich, nochmal zurückdrücken einmal. Nein, nicht beenden. Nein. Nee, Oh. dann hast du zu weit gedrückt. Da musst du einmal bestätigen die Einstellung, dann steht das da, glaube ich. Ah. Und wen muss man rauswerfen? Den 007 Fox. 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 Ja. Nur sehen, Da musst du, glaube Moment. ich, auf Info beigetretener Spieler gehen. Gronkh.de? Was? Gronkh.de? Ein Moment eben, ein Moment. Wo Also sind Sitzung denn soll ich meine jetzt Level? schließen? Ja, damit die Zeit nicht Aufgeschlossen, du abläuft. kannst ja auf geschlossen Ach da, machen. ja, jetzt sehe ich's. Oh Gott. Schnell! Okay. Hab ich, so wen soll ich rauswerfen? Den, Sieben F Fox. Fox. Ich weiß, wie ich das mache. Ja, aber Du warte musst auf noch. Info beigetretener Spieler gehen. Das Info geht noch nicht, beigetretener. er ist noch nicht Ah, beigetreten. stimmt. Okay, Moment. Jetzt läuft die Zeit aber wenigstens nicht ab, das ist gut. Ja. Dann warten wir mal ein bisschen. Also, die treten alle bei. Und der 007 Fox ist also der Böse. Der ist der Böse. Gib mir nicht. Ah, David ist auch dabei. Was hat er eigentlich für ein Level? 994. Ja, das hat er sich bestimmt legal erarbeitet, alles. Das Was? Das Das ist ist eindeutig fair. nicht gehackt. 994. 994! Nee! Ach Ja. du Scheiße! Das ist der neue Pro-Gamer. Ach Der hat du! 5 Minuten gespielt und war schon Level Nee, 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 994. der wird auf jeden Fall Alles raus, es geht fair. nicht, es geht nicht. Ach, da so warten wir noch ein bisschen. Wieso dauert das so lange? Ja, bis die Keine alle Ahnung. reinkommen, ne? Ja. Normalerweise Mensch, nach Mensch, 30 Sekunden. Na, kriegen wir schon hin. Haben alle Angst. Ja. Eins steht auf jeden Fall fest, ich werde nicht alle, die in diesem Ding da sind, Nein, malen nein, für meine nein. Thumbnails. Das geht nicht. Und ich bin schon die ganze Zeit überlegen, wie ich das mit den Avenger mache. Ich einfach nur so ein großes A mit so Händen mal oder so. Oder Aber hier nochmal drin. großes Lob für die Thumbnails, die sind echt immer Hammer. Ja. Oh, danke schön. Ja, die Der sehen eine krass gut sieht aus. sogar fast ähnlich aus. Ich habe Echt krass. hab mich sogar sehr gefreut, als sie euch mich dann gesagt haben, dass die da jetzt nicht nur einer sind, sondern mehrere. Also Ja. nur, nein! Und dann dachte ich so, der Tommy hatte ja schon mal mitgespielt und ich dachte so, okay, wie sage ich dir jetzt, dass jetzt der Domi mitspielt bei der letzten Session und du den auch noch malen musst quasi und er Ja, ist wieder Tommy da, es ist nicht einfach. Nee. Nee, aber ich habe ja sowieso, ich habe ja schon auch für den Benny und so schon mal ein paar Figürchen so grob angelegt, dass ich dann immer wieder wechseln kann. Einfach Cool. für alle. Irgendwann So. musst du, ja, 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 musst die schon. verkaufen. Nee, nee. Das kauft mir Ist auf keiner jeden ab. Fall Hammer. Dankeschön. Der 616 sieht ja auch immer ganz witzig aus. Da habe ich einfach so eine Spielfigur genommen, weil ich gar nicht weiß, wie der aussieht. Der sieht mir fast ähnlich aus, also außer dem Bart, ja. Okay, gut. Was, du hast kein Bart, was? Ich dachte, du hättest einen Bart.
Ja, aber du sitzt da schon immer ein bisschen dran, oder? Ja, also. Ja, leider schon, weil ich bin nicht gerade begabt im Zeichnen. Nee, das meine ich nicht, aber die sehen auch ganz schön aufwendig aus, so. Ja, also okay, Hintergrundbilder sind voll die eigene Idee, dann wer redet denn hier immer zwischendurch? Ja, der Typ da drin, da redet wieder einer im Spielchat gerade. Also irgendwas ist hier, jetzt müssen wir noch auf. Ja. Ja, der Fox ist jetzt rausgegangen, ne? Jo. Der 007 Fox ist, glaube ich, raus. Ah, gut. Aber wieso das so lange dauert, frage ich mich gerade. So, auf die anderen beiden warten oder soll ich schon mal anfangen? Ja, du kannst gar nicht starten, du musst warten, bis die beigetreten sind. Ja, dann ja, erzähl noch mal irgendwas. Irgendwas. Erzähl irgendwas. Können wir das nicht mal probieren, eine Kipplasse in die Titanen zu stellen? Eine Kipplasse? Curry, ich weiß einfach, dass das geht. Wir kriegen nicht mal eine Limousine da rein, aber eine Kipplasse da reinstellen. Nein, wir können das bestimmt so, wenn wir den Kipplasse ins Wasser stellen, dann flutscht das auch besser. Und dann stellen wir den ach so, den richtigen, ja, man muss genau den richtigen Winkel erwischen. Genau, ja. Gibt so einen geheimen Winkel, dann passt das. Boah, wir wären doch der Kracher auf YouTube, wenn wir das schaffen würden. Weißt du, der Titan dann von hinten so wird immer breiter. Das geht noch, schiebt man noch ein bisschen. Also irgendwie, wenn wir mit einem anderen Kipplaster immer wieder dagegen fahren, können wir ihn reinquetschen. Ja. Irgendwie geht das ihm nicht. Und dann, wenn der Kipplaster dann irgendwie wieder rauskommt, ist das einfach nur so ein Würfel. Wie so ein Müllwürfel auf der Presse. Ich kann ja auch kein Spielen machen, es geht einfach nicht. Ich frage mich auch, wieso die so lange brauchen, um beizutreten. Ja, das frage ich mich auch gerade. Jetzt kommen immer wieder neue auch, ne? Ja. Das ist sehr merkwürdig. Und Rishi ist gerade online gekommen übrigens. Rishi! Habe ich nicht in meiner Freundesliste, manchmal meine Crewmitglieder. So, Spieler werden eingeladen. Da müsste Rishi jetzt eigentlich dabei sein. Ich schlag die Ballen. Okay. Ah, jetzt ist voll. Schade. Wer lädt denn da eigentlich die ganze Zeit hier Gronkh ein? Spielt doch gar nicht, oder? Ich glaube, Pandora hat Crewmitglieder wahrscheinlich eingeladen. Ach, stimmt. Ja, aber. Jetzt haben wir da einen Platz frei. Ach, stimmt, dann ist er jetzt gerade online, deswegen wurde er auch eingeladen. Nee, hab ich schon eingeladen. Angenommen. Jimmy 10112000. Ah. Bestimmt ein geheimer Code oder so. Ah, wie Controller nochmal anschließen, verdammt. Das sind eine lange Folge. Ja. Ist auf jeden Fall schön, die Lobby so, ne? Ja, wunderschön. Wir wollten halt auch ausführlich das Menü mal darstellen. Für alle, die das Spiel also nicht so oft gespielt haben. Ja, also das muss ja auch mal gezeigt werden. Kann man in Ruhe mal alles durchlesen. Ja. Könnt ihr Rishi nochmal einladen? Weil irgendwie klappt das hier nicht mit den Crewmitgliedern. Ich kann gerade keinen einladen. Ach, obwohl du übers Xbox-Menü. Ich mach das schon. Also das dauert so lange. Wenn nicht, dann mach ich nochmal zurück und starte es. Ja, sonst machen wir einfach nochmal zurück und dann starten wir nochmal, ja. Ja. Ich glaube, das wird echt schneller gehen dann. Okay. Huch! Nein! Die Batterien von meinem Controller sind leer, bitte nicht. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Das habe ich auch die ganze Zeit, aber meine sind nicht leer, mein Batteriefach ist einfach so kaputt. Deswegen geht das immer raus. Das blinkt jetzt auch die ganze Zeit. Endlich am Ziel und schon unvorsichtig. Bei Frauen überdurchschnittlich viele Unfälle beim Öffnen der Türen. Batterien gewechselt. Ja, jetzt geht's wieder. Hast du schön gemacht. So, also ich starte nochmal. Oh! Was? Ich hab Geld gekriegt. Nee, wie viel? In die Xbox. Oh, Leute. Ich sofort in die Xbox steuern. Ohne mit irgendwas. Y, ne? Genau, Geld. Von Y. Von dem Fox da, diesen Typen. Ja, das waren jetzt gerade irgendwie 11 Millionen oder so. Achso, ich hab 200. Ja, ich hab 3 Billionen. Nein, das ist. Scheiße. Aber guck mal, du hast es sogar dokumentiert, dass du nichts dafür kannst. Ich hab's schon gemacht, ja. Okay. Ja, stimmt, wir haben es ja auf der Aufnahme, also. Ja. Oh Gott, wenn was sein oh Gott soll, wir haben es auch bekommen. Das ist so übertrieben, weißt du, da was war der ganz. Was muss man dann machen? Einfach direkt Xbox-Taste drücken und dann Y. Weißt du, dann war der kurz in der Lobby drin und dann ist er wieder genau rausgegangen. Gehackt worden. Das sind nur 7 Folks mit drin. Achso, ihr spielt jetzt gerade gar nicht, ihr fangt jetzt erst wieder an? Jo, nee, genau. Wir müssen direkt in die Steuerung, damit okay, das nicht warte, gespeichert wird. Okay, warte, dann mach ich den Shot nochmal. Oh, das ist doch echt der Hammer, ey. Gott, hoffentlich hat das jetzt geklappt. Ja,
Ja, ich will auch hoffen, dann dass ich jetzt ich nicht mehr hab. Aber wie gesagt, wir haben es ja aufs Video, also. Oh Mann, das ist ja echt. Dadurch wird die Folge nochmal auf eine ganz andere Art und Weise spannend jetzt. Ja. Hat's geklappt oder nicht? Das ist ja in der nächsten Folge. Machen wir einen Cliffhanger draus. Ja, der Beste. Das wird doch jeder wissen, ob das Geld jetzt wieder weg ist. Das wird echt. Mann, ey. Wenn es uns irgendwie in der Lobby gegeben hat, kann sein, dass es noch da ist. Daher, wenn man die Lobby. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin nämlich gerade auch in eine einzelne Sitzung gekommen. Ihr könnt es sehen, wenn ihr auf dem Bank-Dingens da geht. Da sieht man, wer alles überwiesen hat. Stimmt, da ist es dokumentiert. Ja, stimmt, also wir haben es ja auf Aufnahme. Warte, also, kann ich jetzt mal zeigen, wer das bei mir war? Warte. Also der Fox war das auf jeden Fall, weil das war kein anderer, niemals. Ja, hä? Ich glaube auch. Das nein, glaub ich auch. Nein. Hast du jetzt noch mehr Geld? Ja, jeder von uns hat es wahrscheinlich. Nein, warte mal. Wo ist denn? Und dann Y, ne? Was hast du auch? Das hat jeder von uns. 500 Millionen. Alter. Sofort gemacht. Wir haben 111 Millionen. Ja. Das stimmt, ja, das waren bei mir, glaube ich, auch 111 Millionen, ja. Für mich auch 111. Boah, okay, das ist so krass einfach, ey, das ist so übertrieben. So, jetzt sind wir also alle rein. Ach, verdammt, nein. Soll ich eine Crew-Station starten? Ja, das wäre nicht schlecht. Ach was, ich habe auch Geld bekommen, ohne dass ich das gewusst habe. Oh, jeder, wirklich dann auch nochmal mit dir? Ja, ich denke mal, wir haben alle gekriegt, weil wir alle in der Lobby waren halt. Ja, also, sehr cool. Wenn sich das mal jemand von Rockstar anguckt, Fox 700 oder wie der jetzt hieß. Boah, ich hab eine Thumbnail-Idee. Ja, und das Geilste, ich hab ihn sogar geschrieben, dass das scheiße von ihm war. Ist er denn Deutscher oder was ist er? Ja, er ist aus der Schweiz. Der Elementar, Mensch. Und 12 Jahre alt. Ich mögen ihn nicht. 12 Jahre alt. Ey, was, die haben doch echt nichts anderes zu tun als... Ich glaub, der war 11. 11? Oh, das ist ja noch schlimmer. Schön Gruß an die Eltern an dieser Stelle, echt. Ja, ja, nicht gut aufgepasst. Ja. Vor allen Dingen, dass er erstmal GTA spielt und dann nochmal hier die ganze Zeit hier Geld überweist. Mit 11 ist er schon ein Pro-Gamer. Wow, unfassbar. Das ist einfach. Da muss ich an meinen Vater denken, der irgendwie. Oh, ich hab's nicht mehr zum Glück. Ah, super. Boah, Junge. Der sich letztens irgendwie aufgeregt hat in WarZ irgendwie, meinte ja, dass er dann dauernd abgeknallt wird und er weiß ganz genau, dass es irgendwelche 15-jährigen, pickeligen Teenager sind. Ja. Hat sich voll aufgeregt. Ist ja auch oft dann so. Ja. Ah ja, okay, ich bin noch im Ladebildschirm. Oh, puh, darauf erstmal ein Whisky. Ja, sehr gut. Whisky, das ist eine gute Idee. Boah, sollen wir darauf jetzt direkt mal Party machen? Ja komm, das müssen wir feiern. Ihr könnt alle vorbeikommen. Ja, bei mir hat's gespeichert. Oh nein. Ja, er muss einfach die E-Mail hinschreiben. Das nervt so ein Gepennen. Ich hab von jemandem anderes das Geld bekommen. Ich glaube, das war ein anderer. Bei mir war das Alex Wee Zocker. Hat mir 55 Millionen überwiesen. Das ist aber Geld. Das ist ganz gut, dass du den Namen vorliest. Hast du das Geld denn immer noch drauf, oder was? Ja, ich hab's leider nicht gehabt. Aber der hat gar nicht mitgezockt irgendwas mit uns, oder? Wie heißt der? Doch, ich glaube, der war einmal kurz drin, glaube ich. Wee Zocker. Okay. Weiß ich jetzt Alex aber nicht. Wee Zocker. Okay, Alex Wiezocker, dich mögen wir auch nicht. Ja. Alex Wiezocker. Ja, schäm dich. Schäm dich. That's it. Echt. Ja, aber mir bringt's ja sowieso nicht. Hauptmenü, ich guck mal, ob's bei mir beim Überweisungsprotokoll steht, aber es dürfte jetzt eigentlich nicht mehr draufstehen. Nee. Super, gut. Ist jetzt jeder auf seinem eigenen Server gerade quasi. Ich bin hier gerade wieder in einer öffentlichen Sitzung. Pass mal auf, ich hab gleich wieder Geld. Oh oh. Ich lade euch mal ein in meine Sitzung. Ja, mach mal. Bist du in der geschlossenen? Ja, Crew-Sitzung. Geschlossen. Okay, wäre es denn okay, wenn wir mal eine ganz kurze Pause machen, weil wir uns ja jetzt eh wieder sammeln müssen? Ja, können wir machen. Gut. Wie lange nehmen wir überhaupt jetzt schon auf hier? Ich 50, weiß nicht. Okay. Ja, es passt ja. Oh je. Ja, dann 5 Minuten Pause. Dann beenden wir die Aufnahme und fangen gleich wieder an und gucken dann jetzt erstmal. Warte mal, ich guck mal. Nein, scheiße. Was es denn? Ist nicht weg. Ach, ich wurde von ihm zweimal schon. Bei mir steht auch nichts im Überweisungsprotokoll drinnen. Kein Name, ja. Was? Ja, warte, da gucke ich aber direkt nochmal ganz kurz. Der Crew-Server ist jetzt auch Safe Avenger, da ist nicht irgendwer, der uns gleich wieder voll haut. Da kommt nur Slay Crew rein, also das sollte sicher sein. Ja, gut. Oh Mann, ey. Überweisungsprotokoll, wer hat mir denn die 55? Wenn das jemand aus der Slay Massive Crew macht, drehe ich auch völlig durch. Also. Hemmungslos. Wer war denn, gestern war doch nochmal, Edna irgendwas war das doch. Ja, ne? Da wurde aus Versehen eingeladen. Was? Warte mal, was? Ja, der tut.
Der Tobi hat ihn gestern irgendwie angenommen oder so. Hier steht irgendein Quatsch, den ich mir gekauft hätte. Das habe ich gar nicht gekauft. Wo ist denn hier bei Bergens? Wieso? Hier steht irgendwie... Hier, der eine Typ steht ja auch gar nicht mehr bei mir. Ich hatte ja noch diesen anderen, der mir hier was überwiesen hat. Der steht hier... Warte mal. Guck, jetzt machen sie das, jetzt kriegen sie es schon so hin, dass sie es ohne Namen machen. Totales Finanzchaos. Oh Gott. Ist ja furchtbar, echt. Hat die Zähne die Einladung? Ja. Ich bin drin. Okay, dann würde ich sagen, bis gleich. Wir machen da mal eine kurze Pause. Und sind aus Versehen reich geworden. Keine Ahnung, schon wieder. Ich war reich, ich bin ja jetzt nicht mehr reich. Also, für einen kurzen Moment teilweise. Und ich darf wieder eine E-Mail schreiben. Das war so eine lange Zahl. Okay, dann bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Ciao. Frauen fahren meist vorsichtiger als Männer, weil ihnen die Übung fehlt. Sie behindern dann den fließenden Verkehr. Hallo. So, da sind wir doch. Hallo. Ja. Yeah. Mit Stripperin, ne? Warte mal, ich guck mal, ob ich hier in eurem Apartment auch meinen einladen kann. Moment. Ja, nee, ich glaube, das geht leider nicht. Nee. Ich habe aber auch eine hässliche. Ich finde die mit den braun kurzen Haaren, die finde ich nämlich viel besser. Hast du nicht die Fufu auch? Doch, ich kann sie einladen, aber die ist wahrscheinlich... Ja, auch Fufu. Ja, die haben wir auch gerade schon eingeladen. Ach so. Boah, vielleicht kommen mit zwei Fufus. Das wäre doch cool. Wie das wohl aussehen muss. Die kloppen sich dann hier um den Platz. Ja. Wer ist denn das hier? Ach, Rishi. Oder? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich glaube schon. Noch kurz was trinken. Oh, die Elfschuhe sind ja auch cool. Rishi mit dem Apfelpo. Ja, das ist ein guter Tropfen. Lecker. Ja, guck mal. No, ich hoffe, es füllt sich jetzt langsam hier. Rishi. Wo bleibt denn die Fufu? Ich nehme mich schon mal da oben hin, vielleicht klingelt sie ja gleich. Die lässt ganz schön auf sich warten heute. Die Fufu. Die muss doch den Bus nehmen. Aha. Da? Yeah, Fufu! Ich box die. Ich komm rein, Fufu. Kennst dich hier aus. So, 16, dann stell dich schon mal dahin. Nö. Jawohl. Muss ich dich herziehen? Ich geh artig in mein Zimmer rein. Könnt ihr hier in unserer Bude so, also quasi Flaschenbier trinken, sodass die Flaschen dann rumfallen? Oh, ich glaube, ich muss Flaschen holen. Wir können nicht. Ich bin mal kurz zum Supermarkt, ich schau mal ein paar Flaschen. Okay. Ach, muss man die kaufen vorher? Ja, ich kaufen. Ich bring mal ein paar Sixpack mit, wa? So. Geh mal einkaufen kurz. Bei uns geht's nämlich gerade nicht. Cola? Ah, Cola habe ich noch. Ich leg euch mal einen passenden Sex ab. Ist egal, welche Sorte, ne? Hello, Hauptsache. Honey. Hauptsache ihr. Ja. Hallo, Honey. Ich schau mal. Das ist hier ein reines Vorglühen. Wir legen keinen Wert auf Qualität gerade. Super. Ey, Fufu, ich will mich hinsetzen. So, ich leih mir mal kurz den Wagen von Lasergurke. Okay? Ah. Hello, Honey. Would you like to dance? So. So, wo ist denn jetzt hier der nächste Laden? Schön. Perspektive ändern. Okay, machen. Oh, da ist da vorne ist der Laden. Okay, gut. So, ich hoffe mal, der das denkt jetzt nicht, ich will den. Gut. Ich hoffe mal, der denkt jetzt nicht, ich will den wieder überfallen. Boss, habe ich schon lange nicht mehr gemacht hier. Nee, das habe ich auch am Anfang nur gemacht. Jetzt schon ewig nicht mehr. Ewig nicht mehr. Machen gerade Sport. Das ist ja immer ganz schlimm, ey. Irgendwie wurde ich schon so oft gefragt, ob ich lesbisch bin. Und das nur, weil ich immer solche Witze mache. Auch bei Dead or Alive. Wer macht bei Dead or Alive nicht solche Witze? Ja. Das kann man doch nicht ernst spielen. Heutzutage wird man das doch sowieso dauernd gefragt. Ja. So was? Wer ist denn alles hier? Alle müssen mit um die Säule rennen. Na okay, Fufu, dann nicht. Der nächste. Pisswasser ist übrigens bayerisches Kampfbier. Oh. Komm, Rishi. Ach, Rishi ist besoffen. Deck 16 ist bekifft. Aber Rishi macht das Verkauf. Ja, komm, setz dich hin. Wir hatten den Fernseher angelassen. Denkt an die Stromkosten. Ego Chaser, ich kaufe einfach den ganzen Laden auf hier. Machen jetzt an. Party des Jahrhunderts.
Guck, wie nur die Mädels hier mit der Stripperin rummachen, die Männer ja gar nicht. Kommt Pandora noch so. Ein. Ach, guck mal, Gronkh ist reingekommen. Ja, dann könnt ihr auch einen allein laden in Apartment. Ein Laden, BD. Ja, ja, ja. So, weißt du? Nein. So, ich war einkaufen übrigens, ich komme jetzt. Ich fühle mich noch gut. Hast du Eisti dabei? Oh, jetzt will ich schon ein bisschen schummig. Was hast du da getan? Die Party ist noch nicht mal angefangen, du bist schon fertig. Mir geht's eigentlich noch gut. Also ich sehe jetzt, du bist halb unsichtbar. Hä? Also ja, deine Hände. Passiert manchmal. Ja, wieder zu unter der Bock gezogen, denke ich mal. Aber ein bisschen was liegt hier ja schon auf dem Boden rum. Das ist ja, schon ja, es fängt schon an. Ich mülle jetzt gleich auch alles zu. Warte, ich komme mal klingeln. Meint ihr eigentlich, es gibt ein Limit? So, das wäre echt lustig, wenn man lässt den ganzen Tisch ja, halt echt so einen ganzen Müllberg liegen. Ja. Wo ist die Toilette? Du schwankst echt böse da. Oh, wirklich. Ich bin sofort wieder da. So, der Gronkh ist mit dem Let's Play-Onkel unterwegs. So. Aber nicht auf dem Pott einschlafen hier. Nein, nein, ich sag's okay. Rishi, oh, Rishi kommt mit in die Dusche. Ich bin so betrunken. Was passiert da jetzt? Rishi, mach auf! Guten Abend. Oh, ich bin wieder nüchtern. Guten Tag, der Herr. So, ich war mal einkaufen. Nachschub. Juhu. Hast du extra noch einen Anzug angezogen jetzt? Nee, oder? Hast du nee, den hatte ich schon an, Boah, was hier alles rumliegt schon. Soll ich gucken, ob ich auch noch Pisswasser hab? So, dann guck ich mal hier, zack. Das ist übrigens bayerisches Kampfbier. Snack essen auch nicht? Oh, Pandoria. So, wo haben wir denn hier? Da, 4 Stück habe ich, zack. Alle auf Ex jetzt, alle auf Ex. Ihr guckt mir mal zu, ob da auch mal ein bisschen rum hier. Guck mal, wie ich sie weghaue. Hier, ich tanze mit Fufu, sieht man das? Hey, wanna dance? Ja. So, einen habe ich noch. Boah, wie viele Flaschen. So, was haben wir noch hier? Zigarettenschachteln werden hier auch hingeworfen, oder? Ja. Snacks auch, glaube ich, und so. Stimmt, da war ja noch was. Ach ja, heute leben wir gesund. Irgendwie sieht's am Ende an, irgendwie sieht's hier eigentlich ziemlich immer so aus. Ah, jo, rauchen geht auch. 616 hat keine Arme. Die klingt wohl. Glaube ich, an der Tür gerade. Bei mir hast du Arme. Bei mir hat er keine. Sieht ein bisschen bekloppt aus. So, was haben wir denn hier noch? Was können wir hier denn noch nehmen? Ein bisschen Schmirken. Ach ja. Ein neuer Gast. Ach, das sind doch Guten, guten Tag. Guten Tag. Ach, guck mal, hier. Der Zuhälter. Der Zuhälter. Ich will nicht wissen, was der jetzt denkt, wenn er hier auf den Boden guckt, ey. Du siehst halt aus bei den Alchemisten. Der kennt doch die Partys. Der kennt doch die Alchemisten-Partys. Heißt das also in echt? Das ist schon ein legendärer Status, ja. Was eigentlich ist der Let's Play Onkel jetzt auch hier? Ah ja, muss ich den gar nicht nochmal einladen, sehr gut. Boah, wie dreckig das hier ist. Auch geklappt. Wollen wir dann gleich mal wieder anfangen? Ja, achso, wir fangen doch echt schon schön aus. Ach, Scheiben, ich dachte, wir haben schon angefangen. Ja, oder? Läuft doch. Ja, läuft doch. Ja, aber ich schicke euch die Schnittzeiten wieder. Wir haben schon angefangen. Hallo zurück hier. Wir machen hier Vollfett-Party. Hat da noch jemand geschellt? Ich geh mal gucken. Auch nochmal gucken. Na, es wird auf jeden Fall so langsam voll hier. Nee, ich kann gar nicht gucken. Das könnt ihr nur ihr. Upp. Nee, da ist niemand. Also. So ein bisschen Wein. Ja, schön. Ja, ist auf jeden Fall super hier. Full House wieder hier. Hier ist auf jeden Fall schwer was los, ja. Ja. Alter, hier, Gronkh. Rehe ich nur am Saufen, ey. Ganz körperweiß. Ganz in weiß, ja. Der Hut hat auch irgendwie was. Ja. Er ist jetzt der Pate. Gronkh der Pate. Wie komisch er diese Bonbons hier schluckt. Immer den kleinen Finger nach oben, ey. So komisch aus. Dein Snack. Ich weiß nicht warum. Ich finde Rishi einfach immer total süß. Ja, es freust du dich, Pandoria, dass du jetzt auch bei der Party dabei bist? Ja, endlich! Nachdem wir das letztes Mal nicht hinbekommen haben. Endlich wurde ich mal eingeladen. Ja, eingeladen warst du auch letztes Mal. Ja, aber der Server wollte nicht. Warum tanzt keiner mit Fufu? Nee, ich möchte gerade nicht so. Ich hab extra Bonbons geholt, die muss ich erstmal alle aufessen. Na, mach mal. 616 hat immer noch keine Arme, sieht sehr witzig aus, aber die Hände fliegen unten auch rum. Das sieht echt ein bisschen bescheuert. Das sieht so bekloppt gerade aus.
Was läuft denn im Fernsehen? Ach. Wenn die Fofo geht, müssen alle dagegen laufen. Ja, ja, die müssen wir mal aufhalten. Diesmal müssen wir das echt machen. Irgendwann schaffen wir es. Weil ja, macht die Dancer so ist die schon sehr frustriert, glaube ich. Ja, irgendjemand muss sich da auf jeden Fall gleich mal opfern. Ja, komm, 616, mach das doch mal mit deinen unsichtbaren Armen. Tundra Golf möchte, glaube ich, auch noch freut eingeladen sich werden. Oder ist Tundra Golf hier? Ja, der kann auch schälen, oder? Der ist gar nicht, glaube ich, ach, gar der nicht Avenger, guck mal, der opfert da sich. Oh, sind nicht alle, die auf dem Server sind, schon hier auch? Ja, ja, alle, die auf dem Server sind, sind hier drin jetzt, ja. Also ja. Diese Crew-Sitzung jetzt. Ach so, stimmt. Aber ist Tundra Golf nicht auch in der Crew? Ja, deswegen frag ich ja, ich weiß. Ach so, okay. Tut mir leid, Tundra. Wer kifft denn da die Alchemisten? Die Herr, die Alchemisten. Ja. Oh, ich glaube, die Bierflaschen verschwinden langsam. Die neue Bezeichnung. Nein. Oh nein. Boah, wie das hier aussieht. Echt voll der Saustall. So, ich habe gleich fast alles aufgegessen, wollte ich übelst fett sein. Wir können ja schon mal überlegen, was wir als nächstes gleich machen. Wenn wir jetzt schon so viele sind, können wir ja echt irgendwas Cooles machen. Guckt euch mal den Gronkh an. Ja, ja, der taucht mir so rum. Hast du noch was auf deiner Liste? Ja, ich habe noch genug auf meiner Liste. Ich überlege gerade, was wir machen können. Wir können uns ja wirklich mal von diesem Riesenball überrollen lassen. Es geht stimmt. Zwar schnell, aber das haben wir immer noch nicht gemacht. Stimmt. Nee, da wäre ich auch dafür. Das wäre gut, dann stellen wir uns an den Positionen und jemand lässt dann die Haftbomben los, kann also mit errollt werden und der spawnt ja relativ schnell. Wir können ja erstmal einmal den Ball rollen lassen, dann können wir gucken, wo wir uns hinstellen und dann nochmal machen. Ja, wäre ich auch dafür. Ich muss bei mir sagen, bei mir startet die Folge jetzt ein bisschen später, weil ich die Aufnahme gerade abgebrochen hatte. Okay. Aber ist ja nicht schlimm, ist ja kein Problem. Ja. Ist ja kein Problem. Sollen wir dann, welches Fluggerät nehmen wir dann am besten? Den Jet, ne? Fassen wir doch alle rein. Ja. Auf jeden Fall. Ihn schon mal. Ja, ich wollte gerade sagen, hat jemand denn Haftbomben oder so? Ah, wir können ja vorher nochmal schnell kaufen gehen. Ja, ich glaube, mit der Schrotflinte geht's auch. Ja, aber Haftbomben ist besser, weil dann kann derjenige nämlich schon mal, kann die Haftbomben anbringen und kann dann mit uns da stehen und sich überrollen lassen. Ja, okay. So, ich glaube, warten wir auf den 616. Der holt uns bestimmt hier ab, der parkt dann hier in der Garage. Ach, nicht leichter als das. Nicht hier leichter als das. Okay. Hol uns am Fenster ab. Ja. Genau, du könntest ja mal hier am Fenster vorbeifliegen. Ich will mal gucken, wie das aussieht. Versuche ich. Stimmt. Habt ihr nur mit unserem Boden gemacht. Ja, ich putze das nicht. Curry hat gesagt, er macht das. Was? Ja. Nee. Du wolltest dir doch eine Schürze umbinden, hast du das nicht gesagt? Nein! Du kannst dich jetzt wieder beliebt machen! Wie sie jetzt wieder die Wörter umdreht hier. Nee, das ist so, das habe ich gehört. Mhm. Habe ich in meiner Aufnahme. Nur bei mir. Hat der geflüstert, habe ich extra laut gemacht. Jetzt machst du noch Werbung. Okay, Fufu wird gleich langweilig. Oh oh, nein. Oh oh, Fufu nein, geht, Fufu geht! Alle müssen gegen Gott. Sie laufen. Oh, 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 warte mal. Oh, ich wollte nicht gehen. Ich wollte. Oh Gott, oh Gott. Nein, Fufu, nein. Am besten alle vor oh die Gott, Tür oh Gott, es läuft noch nicht so gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Einfach alle vor die Tür, einfach alle vor die Tür. Wir müssen eine Wand machen. Die Fufu darf nicht raus. Die Fufu darf nicht raus. Ach, guck mal, ja, so klar. Läuft's. Einfach nur stehen bleiben. Ja, Fufu, nö. Was jetzt? Bleib's hier. Ich möchte bitte heraus. Dürfte ich wieder. Nein! Oh. Hat die schön geprickelt in meine Bauchnabel. So, ja. Oh, Mann. Wir schaffen das immer nur so.